Moinsen zu einer neuen Folge von Evo Dan 2. Ach Gott, ich hasse diese Tactical-Kampfstrategien, aber hier ist ein komischer Fleck. Also ich weiß nicht, was hier ist. Ich bin hier gerade einfach nur mal so lang gelaufen und habe auf einmal gesehen, ach guck mal, da ist was. Das ist eine Kiste. Eine Dalkin-Karte. Okay. Einfach mal so. Mehr nicht? Schade. Okay, dann werden wir mal hier oben lang gehen und dann werden wir uns gleich in den nächsten Kampf begeben. Oh Gott, die nächsten Folgen werden bloß von Kämpfen sein. Leutnant, Oberst Darkin und seine kleinen Freunde werden langsam wirklich lästig. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir werden sie in einen raffinierten Fall locken. Mir wäre es lieber, wenn ihr nicht so lachen würdet, mein Herr. Davon steht mir die Haare zu Berge. Also gut, der Plan lautet folgendermaßen. Ihr bleibt mit einigen eurer Männern hier. Zu Befehl, mein Herr. Dann lockt ihr sie irgendwie hierher. Zu Befehl, mein Herr. Und während sie euch ausweiden, kommt Verstärkung. Angesprungen und macht sie nieder. Jawohl. Mein Herr, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Plan verstehe. Irgendetwas stört mich daran. Aber nein. Sei doch nicht albern. Der Plan wird 1A funktionieren. Wie ihr meint, mein Herr. Ich mag es, wenn ein Plan Gestalt annimmt. Also willst du mir jetzt sagen, wenn ich jetzt den Typen hier so schön in den Arsch trete und euch niedergemetzelt hab, kommen eure Kumpels und sagen, hey, hier sind noch welche? Ergebt euch! Ihr seid zahlenmäßig unterlegen und geschwächt. Es muss nicht zu einem Blutbad kommen. Manfred, wenn ihr Leute überzeugen wollt, ist es keine schlechte Idee, bitte zu sagen. Da habt ihr völlig recht, Fräulein Froschi. Ergebt euch oder wir werden euch abschlachten. Bitte? Manfred! Oh nein. Sie sind da. Sie werden uns umbringen. Schnell, ruft die Verstärkung. Aber Fürst Margus hat uns befohlen, so zu warten und uns angreifen zu lassen. Über meine Leiche. Ruft jetzt die Verstärkung. Sie sind auf der falschen Seite. Unsere Situation ist suboptimal. Wir sind umzingelt und all sowas. Wir müssen ruhig und vernünftig bleiben. Ruhig und vernünftig. Die Vollidioten da oben kriegen da unten die drei eh nicht platt. Den Bogenschützen will ich behalten. Wir machen es wie folgt. Du schützt uns. Der kann erstmal warten. Dich brauche ich eher hier hinten. Du bleibst jetzt hinten und stürmst. Du gehst mal mit weiter nach vorne. Stürmst. Du gehst hier hin. Stürmst. Ich will nicht alle immer wieder auf den Fleck lassen. Du bleibst hier und wartest. Du gehst hier hin. Und wartest. Und der Neid, der kann eh nicht so weit, deswegen zack und wartet. Und jetzt lassen wir sie erstmal rankommen. Verstärkung ist nicht schlecht. Das Schöne daran, die kommen jetzt erstmal. Im Grunde kommt jetzt erstmal nicht näher. Du kannst jetzt erstmal warten. Du schützt uns alle wieder. Du stürmst. Du stürmst. Du stürmst. Du machst mal noch einen Schritt nach vorne und greifst den hier an.
Wäre auch gut, wenn wir einen Kämpfer hier vorne hätten. Deswegen gehst du erstmal nach vorne hin. Und du schützt uns erstmal noch im Rücken weiter. Kommt ruhig an, meine lieben Leute. Ich habe was Schönes für euch. Nummer 1 ist da. Ach, wo bleibt der Neid, wenn man ihn mal braucht? Tag hin, ich muss dich, glaube ich, mal nächste Runde mal heilen. Bevor die ganzen. Solange wie es noch so kleine sind, ist es ja kein Thema, aber sobald die Katapulte da unten kommt, wird es ein bisschen scheiße. Oh ja, kommt ruhig näher, meine lieben Leute. Du wartest jetzt noch. Du greifst den an. Diamantenstaub, das wäre jetzt eigentlich. Welche Richtung wäre jetzt am besten? Ah. 1, 2, 3. Und hier habe ich ein paar mehr. Schützen. Super Schlitzer. Okay, was ist mit dir? Und ich muss deinen Angriff sehen. Ja, 51. Ja, das lohnt sich doch. Okay, ein Dalkin muss nächste Runde auf jeden Fall geheilt werden. Das war nichts weiter mit den Super Schlitzer. Die hättest du aber auch ein bisschen verstärken können, die Super Schlitzer, weil normalerweise heilt man sich ja die meiste Zeit. Und Manfred ist wieder da, so weiß ich, dass jeder sterben darf, solange wie es nicht unser Held ist. Okay, du schützt wieder alle. Du heilst den erstmal. 26, shit. Hauptsache, wir haben erstmal einen Safety Kill. Und dich muss ich leider verlassen, denn du musst den Bogenschützen darum angreifen. So, jetzt haben wir nur noch sie. Sie stürmt. Umso weniger in seinem Kreis sind, umso weniger Leben werden von ihnen abgezogen. Aber das Problem ist gerade wirklich, dass sie gerade irgendwie alle anrücken. Und Marco nicht angreifen dürfen. Heilen. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Was noch 13 diesmal? Ach, come on. Du stürmst. Und du stürmst ja auch noch, wa? Ja, genau. Der Bogenschütze kann ihn erstmal kalt machen. Oh, ja. Ich würde gerade sagen, warte, ich wollte. Ach, komm. Von der Seite kommt eh keiner. Wenn Dalkin stirbt, habe ich ein großes Problem. Dann habe ich nämlich meinen Tank erstmal verloren. Das ist. Verdammt mir. Warum greifst du den da unten an, Kollege? Komm. Du gehst jetzt hier hoch. Und stürmst. Du Mädel, drehst dich um und gibst die ganzen erstmal in Ruhe hin auf die. Oder warte mal. Du kannst dich auch da unten hinstellen, ne? Nein, nicht warten. Oh, jetzt würde ich gerne wieder zurückschalten. Egal. Unser Bogenschütze ist einfach nice. Der Rücken ist zwar frei. Na gut, der Typ. Ah.
So, ich bin gerade ein bisschen so am Überlegen. Diamantstaub, genau so wollte ich es doch haben. Hey Leute. Macht's gut. Okay. Ich werde nochmal zusammen auf den Großen da einschlagen. Erstmal wollen wir mit ihr nochmal stürmen. Was greifst du nochmal an? Du greifst ihn auch an. Heilst, mein Lieber. Dafür kannst du ihn nicht angreifen, schade. Und du gehst dahin. Stürmen. Und mir ist so klar, dass er den angreift. Puh. Wir sind aus der Patsche. Sie haben aber nach wie vor mehr Katapulte. Sie bauen sie wohl irgendwo hier in der Nähe. Wir sollten die Gegend erkunden. Die Zeit drängt. Ich sage, wir brechen so schnell wie möglich nach Dämonia auf. Genug gequasselt. Jikoya wird uns anführen. Hä? Hat er den sonst nicht immer Solid Snail, Solid Snail genannt? Hm. Wisst ihr, was mein Plan ist? Ich meine, von hier aus kann ich jetzt... Brauche ich nur noch eins machen. Das ist das Hexmeister. Will ich aber nicht hin. Ich will, ich gehe jetzt da drüben zu der Brücke. Und mache... Warte mal, hier ist auch noch mal irgendein Fleckchen. Leutnant. Leutnant. Was macht Darkins Armee hier? Könnten Sie womöglich entdeckt haben, dass dies der Ort ist, an dem wir unsere Katapulte bauen? Zerbrecht! Nee. Zerbre. Mach mal dumm draus? Okay. Zerbrecht euch nicht euren hübschen kleinen Kopf, mein Herr. Die werden nicht weit kommen. Wollt ihr damit sagen, ihr habt einen richtigen Plan? Gewiss, mein Herr. Ich habe unsere Truppen an verschiedenen strategischen Orten stationiert. Das wird den Feinden überraschen. Ausgezeichnet. Damit und mit dem Fluch, mit dem ich den Wald belegt habe, wird uns der Sieg gewiss sein. Ein Fluch, mein Herr? Danke Ihnen. Danke Ihnen wird sich niemand mehr im Wald zurechtfinden. Unsere Feinde dürften sich bereits jetzt im Wald verirrt haben. Da müssen wir nur noch unseren Truppen befehlen, sie unter ihren Absätzen zu zermalen. Apropos, wo genau sind unsere Truppen denn? Nun ja, mir fällt da gerade ein, mein Herr, dass ich sie womöglich in den Wald geschickt habe. Das ist eine Katastrophe. Es scheint so, als wäre uns da ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Ich werde den Zauber sofort bannen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Finite incantate confundo. Was ist aus Harry Potter? Finite incantate? Okay, so sollte reichen. Hol unsere Truppen da raus und werdet diese aufdringlichen Narren los. Zum Befehl, mein Herr. Shikoya? Dalkin? Thorin? Wo seid ihr denn? Scheinbar wurden wir getrennt. Nur Dalkin und ich sind hier. Leider scheinen unsere Truppen noch immer im Wald verschollen zu sein. Versuchen wir, uns zu treffen.
Bleib wachsam. Komm da. Was, wir haben gerade. Ach, wir gerade zur Zeit keine Truppe haben. Ja. So, und dann bitte noch einen Bogenschützen. Ich mag die. Ach komm, gehen wir wieder raus. Nee, da brauche ich mir, glaube ich, nachdem ich gestorben bin, das Ding nicht nochmal anhören. Gut, okay. Oh, da oben sind meine Truppen. Yes. Du wartest. Obwohl. Du zuerst. Du gehst hier vorne hin. Oh, da ist ein Bogenschütze. Nice. So, du gehst hier vorne hin. Du greifst den an. Wir müssen uns erstmal wieder finden. Das haben sie aber echt schlau gemacht, weil sonst könnte man immer Dalkin dazu benutzen, so die Taktik, die ich auch vorher hatte. Aua. Die Truppen da oben sind erstmal nutzlos, aber die können erstmal die Sicherheit von meinen Typen schützen. Wir sollten uns irgendwo treffen. Okay. Du stürmst. Und du kannst sie erstmal schützen. Okay, jetzt wird's erstmal horrormäßig. Die können sich erstmal gegenseitig auf die Fresse hauen da oben. Das ist kein Problem, aber ich will erstmal die Hauptgruppen erstmal so zusammenkriegen. Das wird das größte Problem sein. So. Oh, zum Glück habe ich mir zwei Bogenschützen gemacht. Die halten mir den Rücken frei. So, du wartest. Du blockierst denn hier den Weg. Schön am Bogenschützen ist, die müssen erstmal weiter weg, falls irgendwas ist. Ach komm, scheiße, ich hätte die schon mal weiter vordringen lassen sollen, aber. Der Icon hält sich da unten erstmal noch wacker. Die da oben kommen nicht durch. Natürlich muss man sich wieder einen Bogenschützen in den Weg stellen. Was kommt, stellt euch alle da unten gemeinsam hin, ey. Ich freue mich schon so drauf. So, zuerst seid ihr dran. So, und ich muss mich mir erstmal irgendwie bewahren. Scheiße, ich kann nicht beides einsetzen. Ich heile mal erstmal. Der Mannstaub. Natürlich wäre es besser, wenn ich sie schützen würde, aber wir brauchen hier einen Durchgang. Nur noch 10, 20, 51.
Manfred wird sterben. Okay, der ist auch hinüber. Der macht seine kleinen Schritte, dass die Dinger fahren weiter hin und her. Ich bin verletzt, macht ohne mich weiter. Yes, ein Critical. Du greifst jetzt Dalken an, wa? Ja. Wo schanzen es dann hier oben, würde ich sagen. Oh Gott, ich bin gerade übelst leise, ich weiß, aber es tut mir auch leid. Es ist gerade so ein... Musste das jetzt so ein... Weiß ich halt. Wenn ich dich hier hinstelle, kannst du ihn dann angreifen? Ja. Du stellst jetzt hier hin und schützt sie nochmal. Genau. Die meisten Truppen haben wir jetzt sind schon mal weg, aber dafür habe ich auch schon ein paar von meinen Truppen verloren. Dalken packen wir hier hin, würde ich sagen. Mal bevor wir mit ihm bewegen, gucken wir erstmal, wie weit er sich bewegen kann. Ich kann sich gerade bis dahin bewegen. Die Heilerin kommt hier hin. Schützen. Du kannst dich bis hierhin bewegen. Warten. Stören. Heilen, und zwar ihn. Ach, du kommst leider nicht in den Kreis rein. Warte, ich werde dich auch weiter. Nein! Oh, mein schöner Bogenschütze. Guck mal, wenn ich dich da platziere. Ach, scheiße, lass mal einfach mal so. Hätte noch eins weiter vor müssen, hätte ich beide Geschütze erwischt. Wenn ich dich jetzt hier hinpacke. Ah, da erwische ich noch beide gut. Du schützt weiter. Super Schlitzer. Hab ich immer noch zum Notfall. Okay. Dann heil ihn einfach mal. Du musst erstmal wieder aufladen, wa? Ja, Sturm. Wenn die noch ein bisschen näher kommen, wäre es nicht schlecht. Greif an. Schütz bitte weiter. Wie viel hat er noch, ne? Und du heil mal ein bisschen mehr hier, Madame. Kann ja wohl nicht wahr sein. Bitte geh nach unten und geh nicht zur Heilerin. Scheiß Geschütze. Ich muss diesen Scheiß Neid loswerden, ey. Du musst doch eine Runde stören. Du musst schützen. Wer hat er?
Wenn ich jetzt Superschlutzer mache, wie verwische ich bloß die Bären? Es wäre geil, wenn die da oben noch ein bisschen weiter rankommen würden. Bogenschütze ist mit denen, der mich jetzt zurzeit am meisten irgendwie. Komm, Knight, geh noch eins weiter runter. Ja, ja. Yes. So, die Katapulte kann ich jetzt wegmachen, oder? Wenn ich mich jetzt hier hinpacke und Diamantstaub einfüge, kriege ich die genau weg. Nice. So, du, Madame, kannst Superschlitzer machen auf die. Sie hinbewegen und hier angreifen. So, und du musst jetzt nur noch die Dinger ablocken. Ja, und jetzt kommt natürlich noch der Bogenschütze. Heilen, Dark Hin. Du schützt. Und du stürmst nochmal. Ich will den da nicht weggehen lassen, deswegen musst du mal hier rüber gehen und ihn heilen. Ich kann er jetzt den hier kalt machen? Schützen, mit wie viel Leben hast du nur noch 78, okay. Ach, 27 Minuten. Tut mir leid, dass es jetzt wieder so eine lange Folge wird, aber die Kämpfe hier sind wirklich so eine Sache für sich. So. Diamantstaub. Bingo. Nein. Hat noch 69, das sollte ausreichen, solange wie eben halt. Nur der Bogenschütze und der andere angreift. Du schützt mal bitte noch weiter. Jetzt mal noch für eine Runde. Alter, das ist für mich gerade so ein... Oh, wirklich Kampf. Humble Bumble. Bundle. So, du stürmst noch mal. Gehst du rüber und heilst mal ihn. Und du vernichtest jetzt bitte mal langsam diesen Arsch. Der nervt, der fuckt ab. Zum Glück bleiben die Schütze irgendwie da oben hängen. Wenn die mit hier unten kommen würden, würde es ein übelstes Problem geben. Okay, du schützt weiter. Der hat wieder genug, also heilst du jetzt ihn. Halt immer so ein Scheiß hin und her und du stürmst. Und oben die Katapulte, das wird dann einfach sehr. Hoffe ich zumindest. Ach, dein Ernst? Mir gefallen. Geh hier rüber und tu mir so einen Scheiß gefallen. Danke. Ups. Was ist noch hier vor? Stürmst. Du gehst noch hinterher. Schützt. Du kommst jetzt hier vor, wartest,
gehst hier vor und stürmst. Ja, du schützt. Ach, du kannst von mir aus... Nee, du stürmst auch nochmal. Na, was kommt denn her, ihr Flachpfeifen? Du kannst bis hierhin gehen. Schützen. Du gehst bis hierhin. Nein. Du gehst bis hierhin. Stürmst nochmal. Du gehst hinter ihn. Und heilst ihn. Und du, mein kleiner Anakin, du bleibst einfach ein bisschen weiter hin. Ach, ihr habt euch gerade perfekt hingestellt. Nein, sie will ich haben. Wie weit geht dein Stützer gleich nochmal? Auf jeden Fall weit genug. Wir haben den Ort gefunden, an dem der Feind seine Katapulte kontrolliert. Konstruiert. Damit können wir jetzt selbst welche herstellen. Ein wahrlich großer Sieg. Der Magus wird mein Volk nicht mehr lange Leid zufügen. Auf nach Dämonia. Nö. Also wir können jetzt die Katapulte herstellen. Finde ich nice. Ist jetzt mal was Praktisches. Hoffe ich zumindest. Damit haben wir gespeichert. Ich würde mal sagen, die Folge geht jetzt schon 32 Minuten. Das ist lang genug. Bis morgen. Ciao.